Entspannt. Gar keinen Bock auf Hagel. Freunde, die Fails of the Week. Und ich bin total gespannt, was wir hier im Bild sehen, der Frontmann von Electric Callboy gleich macht. Let's go. Ich glaube, ich habe pausiert. Oh! Eigentlich gut. Oh Gott. Okay, she's good. Was, warum kommt das Auto? Warum da kann fällt sie froh er? Sein, dass sie keinen Brazilian Buttlift hatte. Weil ich habe jetzt gelernt, dass dir da tatsächlich der Arsch einfach explodieren kann. Was ist Brazilian Buttlift? Also das ist so... Das ist eine der gefährlichsten Schönheits-OPs, die es gibt. Dabei lässt du dir den Arsch vergrößern und anheben. Und dann gibt es ganz viele Sachen, die du nicht mehr machen kannst, weil die zu riskant sind, weil die Kissen platzen können. Hä? Super abgefahren. Und ganz, also eins der höchsten Risiken zum Beispiel ist, dass man inkontinent wird und so ein alles durch die. Ja. Also wer tut das? Unfassbar. Ja. Ist richtig heftig. Okay, cool. Mit Eigenfett gibt's auch, aber es gibt's halt auch mit Kissen wirklich, wenn die so exorbitant riesig sind. Das ist so abgefahren, Alter. Die Leute werden immer bekloppter. Ja. Er versteckt sich vor seinem Auto. Sein Auto ist ein Transformer. Oh. Bobber-Kurva, sag ich dazu nur. Ah, schön rin ins Reisfeld. Ah! Ah, die zweite! Oh, damit hat Jan Schlappen nicht gerechnet. Alter Schäde. Oh mein Gott, und lustig. Oh. Ach du Scheiße, der hätte weg sein können. Alter, das war viel zu viel Gepiepe. Oh Gott. Ey, da ganz kurz, die Angst hatte ich heute auch. Es gibt Stadtautobahn, ist dreispurig, ja? Ja. Und dann kannst du ja abfahren. Und leider gibt es in Berlin ganz oft Ab- und Auffahrten, die so gleichzeitig sind. Also wo das einfach so durchgängig ist. Die kommen von da und da kannst du auch wieder wegfahren. Ich hatte heute einen sehr die Person war etwas ängstlich, fuhr auf jeden Fall, ich war auf der ganz rechten Spur, weil ich musste die nächste abfahren. Diese Person fuhr vor mir und wollte die jetzige abfahren. Ist dann rübergezogen, war auch schon auf der anderen Spur, also auf der Abfahrspur, und hat dann anscheinend im Rückspiegel gesehen, dass von hinten gerade jemand draufkommt und hatte irgendwie Angst vor der Geschwindigkeit von der Person. Also zog er wieder rüber vor mich, aber weil er ja die Abfahrt jetzt nehmen wollte, ist er voll in die Eisen gegangen. Oh Mann, ey. Und ich dann auch. Und hinter mir der LKW, der fand das überhaupt nicht lustig. Nee, glaube ich. Der hat auch einen etwas anderen Bremsweg. Der hat auch noch etwas an. Und ich war wirklich so, okay, ich werde jetzt zerquetscht. Und dann hat er es aber doch wieder rechts rüber geschafft, weil natürlich der von hinten kam, sich auch eingeordnet hat, weil der wollte ja auffahren. Also warum sollte er auf der Abfahrt weiterfahren, sozusagen. Also das ist so. Aber Gott, habe ich mich zu Tode erschrocken. Und der LKW das hat wie nichts Gutes, aber das erinnerte mich gerade an diesen Moment. Ah, eklig. Tschüss. Okay, wo du gerade bei Autobahn bist, ich habe heute zum allerersten Mal, ich habe eine Google-Benachrichtigung heute gekriegt auf mein Handy, irgendwie Standort, Adresse, Änderung, bla 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 bla. Also dann hatte ich halt so einen Google Maps Standort, da hätte sich die Adresse geändert und ich sollte kurz checken, ob die noch stimmt. Und ich dachte mir, hä? Und unsere Büroadresse ist nicht mehr Adlershof. Was? Das ist jetzt Johannisthal. Was? Ja, laut Google Maps hat sich einfach der Bezirk geändert. Die Postleitzahl, alles ist gleich. Und Google Maps so, ihr seid jetzt nicht mehr Adlershof, ihr seid jetzt Johannisthal. Okay, und jetzt frage ich mich, ob die sowas machen müssen wegen diesen Schuleinzugsgebieten. Meinst du, das haben die schon mal vorsorglich sich organisiert da? Maybe, weil die ja so viele neue Wohnungen und eine Schule da bauen. Ja.
Super weird. Das ist auch seltsam. Nie gesehen. Ja. Ist krass. Lass mal klagen. Okay. Na, ich bin okay. In Wirtschafts-, Technologie- und Industriegebiet Adlershof gezogen. Versteht ihr? Ey, wir können gegen das Land Berlin, können wir vorgehen. Theoretisch können die sich keinen Anwalt leisten. Das stimmt. Das ist richtig, richtig schade. Ja. Da ist richtig viel kaputt gegangen. Ich mag die wobbligen Antennen. Aber hat er doch vorher gesehen, oder? War das eine... Wow. Irgendwie sieht diese Leiter nicht stabil aus. Ja, Mann, ey. Leitern. Cool. Der Hammer! Ja. Das ist ja KSI, lacht ihn aus. Der Mann. Ja. Hä? Was stand da? Booze, Licker? Stand wahrscheinlich Licker. Natürlich. Der einzige Stein auf der Piste. Sie einfach alles weg. Schmeiß doch nicht alle deine Cheetos. Aber jetzt sind sie. Hallo, hallo. Jetzt sind sie da. Oh, fies. Oh, die Schlicki, Alter. Oh, yeah. Oh. Ja, aber plus 5 Stylo-Punkte wegen der Leopardendecke. Okay. Okay. Ich kenn Stuhltanz anders. Ja, ich auch. Oh Gott! Der hat einen Reifen verloren. Und eine Achse. Und ein Fahrer ist geboren worden. Oh, ich hab... Oh, oh. Oh. So sad. Okay, kurze Pause. Du kannst nichts mehr essen. Yay. Er findet's auch scheiße. Und ich denke, dass ich, gerade Gold, was soll das sein? Na. Ziemlich perfekt, oder? Ja, lief jetzt. It literally flew in here so perfect. It didn't even hit the side of the garage. But what the f***? Krass, ja. It literally went war nicht der Spiegel kaputt? Also die Kamera. So, was ist immer typ drin? Im Affenkostüm denke ich immer sofort an Bloodhound Gang. Mhm. Oh, das du doch nicht bei der Hochzeit. Oh, nee, Alter, das finde ich auch nach wie vor nicht witzig. Lol. Das ist auch nicht witzig. They have little wings, just little wings, so they fly just a little bit. There, but there's nothing to be afraid of. Look at his little eyes. Hat nicht funktioniert. Nee. Oh Scheiße. Oh Gott. Hallo.
Das war auch gemein. Was eine Dramaturgie in den Geräuschen. Aber wisst ihr nicht, wie alt die Dame ist, also von daher. Oh. Oh. My gosh. Guck doch. Tja, Smartphones. Ja. Ey, apropos, Flo, ein Ding für dich. Und ich musste sofort an dich denken. Es gab eine Studie. Was kommt jetzt? Von Menschen, die Wahl hatten. Es gab eine Studie von Menschen. Die Wahl hatten, sich entweder mit sich selber zu beschäftigen, also alleine mit den Gedanken zu sein, ja. Oder ja. Sich selbst einen Elektroschock zu verpassen. Und 67% der Männer. Hätte ich mehr gedacht. Und nur 25% der Frauen, aber 67% der Männer haben das getan. Ja, hätte ich mit es mehr gerechnet. Es ging um 15 Minuten. Ja. Digga. Ich hätte mit mehr gerechnet. Ich fand's wild. Aber ja, ich musste an dich denken. Jo, ich klemm mir das Ding an die Nippel, du. Okay. Die 15 Minuten müssen gut genutzt sein. Auch einfach. Stell mal vor, dann kommt da einer hin, der so komplett eskaliert. Und auch sich einfach alles gönnt. Haben Sie noch mehr Schocker? Ja, hätten Sie noch einen, Sie wissen schon. Oh, there it goes. There she goes. This white car in particular. His car is floating. That is really bad. Really bad. Ja. Und Toast. Surprise. Oh, voll. Yeah, you gotta turn it off while you're putting it out, silly. Yeah. That doesn't work out. Turn it off. Was wurde da gerade drauf gekippt? Öl. Like, kannst du nicht einfach einen Topf drauf machen? There we go. Smart. Beautiful. Vor allem aber, schütte Pulver drauf, das offensichtlich brennbar ist. Schon schwierig. Aber dann reinpusten. Ja. Richtig doof. Auch alles schwierig. Was ist denn da? War das Mehl? Das wäre ja... Gott, was ist mit ihm? Was ist denn? Lass doch mal den Hund pillen. Was zur Hölle, Alter? Was ist denn da passiert? Warum haben die denn nicht so geschrien? Okay. Entspannt. Gar keinen Bock auf Hagel. Nee. Bei ganz vielen Versicherungen auch nicht mit drin, ne? Glaube ich. Okay. Oh, die Eier. Ja, ah, natürlich. Oh. Der Genuss. Broken. Oh Gott. Hallo. Das ist mein Sofa. Ach du. Baby, what are you doing, honey? Nicht. Und dann, what are you doing, honey? What the fuck, Alter? Ja, Freunde, aber da war noch einiges los, du. Aber Hagel war schon Endgegner in dem Video.